Hallo meine Lieben, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu euren Tagesbotschaften. Wir schauen gleich in die Lennys, wir schauen die drei Karten uns an, was für Überschriften wir für die nächsten beiden Tage haben. Und natürlich ziehe ich auch wieder zwei Krafttiere. Und dann dürft ihr entscheiden, welches Krafttier euer sein darf. Im Vorfeld am besten oder vielleicht nehmt ihr nachher auch beide. Schauen wir einfach mal, ne? Okay, dann erstmal die Krafttiere zur Seite. Dann wollen wir mal die Lennys mal jetzt hier mischen. So, was möchten für Überschriften uns jetzt hier sich aufzeigen und hervorzeigen und für uns kommen für die kommenden zwei Tage, heute und morgen? So, dann wollen wir mal drei Stapel machen, wie immer. Und dann legen wir sie aus zu einem schönen oder fast schönen Fächer. So, und dann ziehen wir natürlich auch noch drei Karten. So, eins, zwei und die drei. So. So, was haben wir da? Oh, da haben wir den Sarg. Da haben wir den Turm. Und das Kind, wie schön. Oh, das ist ja eine ganz tolle Kombination. Ja, jetzt heißt endlich darf etwas, ja, entweder revidiert werden, also etwas ist zu Ende gegangen. Das darf jetzt sich wieder transformieren. Ne? Die Trennung kann sozusagen wieder, ja, erneuert werden, verändert werden, besser werden. Nämlich hier ist der Neuanfang mit dem Wachstum, ne? Der Sarg steht ja ganz klassisch irgendwo, irgendein Thema bei dir, in dir, hat ein Ende. Vielleicht hast du damit abgeschlossen auch. Und vielleicht ist es auch so gewesen, dass du da ganz lange für gebraucht hast, um endlich dieses Ende auch wirklich zu vollziehen. Ne? Vollziehen. Also sprich, diesen Konsens auch zu finden, ne? Dass jetzt endlich das Ende da ist. Und das hat dich trotzdem auch traurig gemacht. Das hat dich vielleicht auch in eine Isolation gebracht, in eine Traurigkeit. Du hast Abstand gewinnen müssen, weil die Entscheidung war hier keine einfache. Ne? Und ja, man muss immer so sagen, also für mich zieht das ja klar, wir haben jetzt die zwei Tagesbotschaften, die sind dann gültig, wenn du das Video auch siehst. Es ist natürlich ein Prozess und da wirst du drin sein. Also ich denke nicht, dass irgendetwas so Überraschendes kommt, wo ein Ende da ist bzw. kommen wird, was dich jetzt so überraschen wird. Das sagen mir zumindest nicht diese beiden Karten. Es wird auf jeden Fall in zwei Tagen irgendwas noch verarbeitet. Ne? Und für mich ist es sehr schön zu sehen, dass dieses, was du, wo du bewusst gesagt hast, davon trenne ich mich, hier mache ich ein Ende, hier mache ich einen Cut. Und auch wenn du deine Zeit dafür brauchtest, das zu verarbeiten, ne, das sagt mir der Turm hier auch ganz klar, jetzt darfst du den Neuanfang starten. Jetzt kommt Wachstum, jetzt kommt endlich das, was hier sein musste, sollte etc. Auch die Phase für die Überlegungen, das nochmal nachzudenken, nochmal Revue passieren zu lassen, war alles so richtig und alle Konsequenzen auch mit daraus ziehen. Aber auch natürlich die Lernfaktoren mitnehmen, die bringen dich jetzt absolut in diesen Neuanfang, in diesen Wachstum. Ne? Kann natürlich auch sein, dass irgendwas hier raus resultiert, was dich jetzt wirklich einmal noch mal größer macht, ne? Einen Veränderungsprozess auch allgemein bringt. Und Wachstum ist immer sehr, sehr positiv. Ne? Das Kind zeigt uns immer, dass es nach vorne geht, vorwärts geht. Und letztendlich ist das die Hauptsache. Alles andere, was hinten war, das zählt irgendwann nicht mehr. Ne? Wir nehmen Impulse mit und das ist auch wichtig, weil dann wissen wir auch, was wir nicht mehr möchten, was wir wollen und was wir anders machen möchten und. Ne? Das sind diese Impulse, diese Lernfaktoren. Aber letztendlich zählt hier, dass wir in den Neuanfang jetzt starten können, ne? Und das wirklich volle Kraft voraus und ja, auch mit Motivation und wirklich auch, sei wirklich, wenn du hier noch in diesem Isolationsprozess noch drin bist und das wird sich diese beiden Tage halt nochmal einfach zeigen auch, ne? Es ist manchmal wichtig, dass man nochmal hinschaut, wo man wirklich bewusst sich davon verabschiedet hat. Manchmal sind es Menschen, manchmal sind es Themen, manchmal sind es aber auch selber Prozesse in einem selber, die man, ja, die aus dem Unterbewusstsein irgendwann mal rausgekommen ist, wo man gesagt hat, jetzt halt, stopp, ne? Ich schaue es mir an und man braucht die Zeit dafür. Aber jetzt ist Neustart angesagt, Neuanfang, Wachstum, also wirklich, du kommst so schön raus da, also das ist alles dann in Anführungsstrichen vergessen, ne? Nur noch das zählt. Und jetzt schauen wir natürlich auch in die Krafttierkarten rein.
was die uns dann auch nochmal dazu sagen wollen. Ihr dürft ja gleich entscheiden. Ihr könnt jetzt schon mal überlegen, ob ihr die erste Karte oder die zweite Karte haben wollt. Hupsala, die Katze ist aufgetaucht. Die Unabhängigkeit, glaube ich. Ich habe sie direkt wieder schnell weggetan. Deswegen weiß ich jetzt nicht mehr. Ich glaube, es war aber die Unabhängigkeit. Auf jeden Fall war es die Katze. So, dann ziehen wir nochmal zwei Karten hier raus. So, und dann kommen die auch weg. Und dann schauen wir. Du darfst jetzt entscheiden, ob du die erste Karte haben möchtest oder die zweite Karte. Erste oder zweite Krafttier. Ich starte natürlich mit dem ersten hier. Und da haben wir die Schnecke. Und schaut mal. Jetzt schaut mal wirklich. Also ich meine, wer schon länger meine Videos kennt, der weiß, ich münze so gerne die Karten, wenn ich kann, ins Lennemore um. Und was ist die 31? Jetzt müsste ein Echo erklingen. Jetzt möchte ich was hören in dem Moment. Die Sonne, die allerhöchste Karte im Lennemore. Stetigkeit. Und ist das nicht schön, wenn man jetzt Wachstum, Stetigkeit, wieder, ja, letztendlich diesen Fortschritt auch erkennen darf. Ne? Das hier, was da gewesen ist, musste einfach sein. Ne? Und es kann auch gut sein, dass hier auch, du kennst dein Thema besser, dass hier etwas, was wirklich, wovon du getrennt warst, was erledigt war, in Anführungsstrichen, also erledigt vielleicht gar nicht mal so vom Herzen her, aber es musste erledigt werden. Das kann auch sein, dass es transformiert wird. Aber letztendlich ist das auch total wurscht, weil hier zählt wirklich der Neuanfang. Absolut. Und ob es jetzt ein altes Thema ist, was ich transformieren möchte, verändern möchte, oder ob es ein ad acta gelegtes Thema ist, was jetzt endlich abgeschlossen ist, der Neuanfang zählt und das mit Stetigkeit und das mit der 31, mit dem höchsten Glück auch noch, ne, mit der obersten Glückskarte im Lennemore. Also diese Kombination, die soll dir wirklich jetzt nochmal sagen, falls du noch überlegst, nach vorne zu gehen, weiterzugehen, falls du noch hier in diesem Isolationsprozess, in diesem Zurückgezogenen bist, jetzt ist wirklich, es ist an den Tag, mir fällt jetzt gerade das Wort nicht ein. Ich habe gerade ein so ein schönes Wort gehabt, aber das ist jetzt, das kriege ich jetzt gerade nicht hin, dass ich das sagen kann. Auf jeden Fall ist es jetzt für dich, soll es die absolute Motivation sein, dass du heute das Go bekommst, dass du startest mit allem, was du wirklich neu anfangen möchtest. Und wenn du dich selbst transformieren möchtest, ne, wenn du wirklich für dich sagst, es gibt einige Punkte, ne, die habe ich verändert, die habe ich angenommen, die habe ich bearbeitet und jetzt geht's los. Ja, stetig. Ne? Die Schnecke ist hier drauf, die braucht ihre Zeit. Aber es ist auch gut hier, es war ein heftiger Prozess hier, das sehe ich ja hier. Ne? Und natürlich kann nicht alles von heute auf morgen, ne, rosa-rot sein, aber es muss ja auch nicht. Hauptsache, es wird von der Sonne bestrahlt und es geht stetig bergauf. Wow, wow, wow. Haben wir noch in das zweite Krafttier. Da haben wir die Giraffe, den Weitblick. Und die Giraffe kann ich auch ummünzen. Die 21 sind die Blockaden. Und das finde ich auch wieder, also die Karten, die harmonieren und spielen immer so schön zusammen. Ja, jetzt hast du den Weitblick. Hier sind noch die Blockaden. Ne? Das sagt die 21 halt auch mit der Giraffe. Es ist einfach so, ne? Wenn Prozesse da sind, die abgeschlossen werden, die transformiert werden, wo man ja vielleicht auch gar nicht wollte, dass es zu Ende ging, aber vielleicht musste man auch, weil es ging einfach nicht mehr, es tat nicht mehr gut. Ne? Wie gesagt, ich kenne eure Themen nicht, das wisst ihr am besten. Und natürlich entstehen dann auch Blockaden und Hemmschwellen. Und natürlich kann es sein, dass man sich dann auch wirklich isoliert und abtrennt, abkapselt. Aber jetzt ist wichtig, diesen Neuanfang zu sehen, den Weitblick. Schau nach vorne, schau nach vorne, schau in deine Zukunft. Hab den Weitblick, wie die Giraffe, die streckt auch den Hals raus. Hab den Weitblick schon, wie glücklich du werden möchtest, wie glücklich du sein kannst jetzt, ne? Wenn das hier auch erledigt ist oder halt verändert ist. Ne? Das ist so, so wichtig, dass du jetzt diese beiden Karten, das ist genauso auch mit der ersten Karte, dass du diese beiden Karten jetzt für dich ganz ernst nimmst. Schau nach vorne, schau wirklich in deinen Wachstum, in deine neuen Möglichkeiten, in deine Veränderungsprozesse, die super positiv sind. Und träume schon, hab Ziele, hab Meilensteine, wo du hin möchtest. Ne? Manchmal ist es nicht, Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden und alles andere auch nicht. Wir brauchen unsere Zeit, ne? Wir brauchen unsere Prozesse, die nochmal vielleicht jetzt in den 2 Tagen auch hochkommen. Die brauchen einfach ihre Zeit und diese Prozesse müssen auch nochmal gesehen werden. Sage ich auch ganz bewusst, ob sie wehtun oder nicht wehtun. Jetzt heißt es aber Start angucken, Start nach vorne.
Hab schon deine Zukunftsvisionen. Sei schon wirklich weiter. Sei schon in diesem Wachstum. Sei schon in diesem Neubeginn. Ne? Auch wenn du jetzt gerade noch denkst, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht, kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, du hast hier die doppelte Unterstützung. Ihr Lieben, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was Schönes hier aufzeigen. Wünsche euch alles, alles Liebe und freue mich, wenn wir uns zur nächsten Tagesbotschaft hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.